Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Wir haben das Jahr 2023. Wie viele Jahre müssen wir mindestens warten, bis wir wieder ein Jahr haben, das sich mit den vier gleichen Ziffern schreibt wie 2023? Das Jahr, auf das wir warten müssen, ist natürlich das Jahr 2032. Und 2032 minus 2023, das macht 9. Also müssen wir noch 9 Jahre warten, bis wir dieses Jahr erreichen. Und somit ist die Endantwort auf diese gestellte Frage also 9. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.